Nach vier Bibi und Tina Filmen hat sich Detlef Buck gedacht, ich mache mal wieder was anderes. Ne? Ich nehme mir eine Kurzgeschichte mit dem Namen Der Schlüssel, erweitere das Ganze um ein paar Charaktere und nenne das Ganze Asphaltgorillas. Dieser Film kommt nämlich jetzt in die deutschen Kinos und ich erzähle, was das Ganze so kann. In Asphaltgorillas geht es um den jungen Atris, der nicht mehr länger der einfache Handlanger seines Boss El Kitar sein möchte, sondern er möchte jetzt langsam mal ein bisschen durchstarten und zeigen, dass eigentlich er mehr drauf hat, als nur ja, so ein kleiner Laufbursche zu sein. Und da trifft er seinen Kindheitsfreund Frank, denn der hat nämlich die großartige Idee, aus nicht vorhandenem Kapital Kapital zu machen. Ja, da wird eine kleine Gangsterkomödie draus, möchte man meinen, aber so richtig habe ich das nicht erkannt. Denn Asphaltgorillas empfand ich persönlich, wusste irgendwann nicht so richtig, was er sein möchte. Auf der einen Seite ist er eine schöne Milieustudie, auf der anderen Seite hast du dann so dummen Klamauk-Humor, der, finde ich, überhaupt nicht reinpasst. Und dann hast du wieder so eine kleine Liebesgeschichte mit drin und du hast wiederum noch die ganze Gauner-Geschichte mit drin, die mich auch nicht so wirklich gecatcht hat. Man hat das auch alles ein bisschen sehr verkompliziert, obwohl der ganze Stoff relativ einfach war. Ja, was Asphaltgorillas gerne sein möchte, ist eine Art Tarantino-Gauner-Film. Und das hat es für mich überhaupt nicht getroffen. Also ich finde es tatsächlich ein bisschen schade, dass man so großartige Sachen wie Bang Boom Bang hatte oder eben Der Eisbär, Knocking on Heaven's Door, das waren coole Gaunerfilme aus dem deutschen Raum. Und da spielt Asphaltgorillas für mich überhaupt nicht mit. Auch was die Charaktere angeht. Astis macht Spaß. Astis ist einer der wenigen Charaktere in diesem ganzen Film, den ich unheimlich sympathisch fand. Auch der Gangsterboss El Kitar ist einer, den ich sehr sympathisch fand. Denn das unterstreicht die ganze Milieustudie in diesem Film, von der ich mir wirklich mehr erhofft hatte. Alle anderen Charaktere, muss ich wirklich sagen, haben mich eher genervt oder fand ich überhaupt nicht sympathisch. Atris trifft nämlich später noch eine große Liebe, die Marie, und die fand ich total unsympathisch. Ich weiß nicht, ob sie so spielen sollte, wie sie spielt, aber sie wirkt halt sehr arrogant, nimmt sich einfach alles raus. Es gibt eine Szene, wo Marie auf El Kitar trifft und man merkt schnell, mit El Kitar ist nicht gut Kirschen essen. Der fackelt auch nicht lange, aber sie hat halt gar keine Angst vor ihm und benimmt sich tatsächlich wie die Axt im Walde. Und ich glaube, so würde man nicht in der realen Welt reagieren. Aber Gott, hier sei auch gesagt, es ist halt ein Film. Über sowas muss man natürlich manchmal auch hinwegsehen. Mich persönlich hat es ein bisschen gestört. Ich kann aber jeden verstehen, der sagt, also das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau. Welchen Charakter ich auch absolut nicht mochte, war Frank selber. Denn Frank ist sehr überzeichnet. Das liegt wahrscheinlich auch an der Theaterspielkunst der deutschen Schauspieler. Denn, ja, ich weiß nicht, er wirkte mehr wie eine Art Witzfigur. Als vielmehr wie ein kleiner Ganove, der den Träumen hinterherjagt. Aber wenn man jetzt die ganze Kritik mal beiseite nimmt, es ist trotzdem nur noch ein guter deutscher Film. Und es ist mal was anderes als Til Schweiger oder die typischen Liebeskomödien, die wir sonst immer so schön präsentiert bekommen. Asphaltgorillas sollte man definitiv eine Chance geben, denn auch wenn man sich durch gewisse Szenen durchschleppen muss und es ein paar Längen gibt, ist es auf dem Blatt Papier immer noch trotzdem noch eine schöne Geschichte, die man sich definitiv mal angucken sollte. Also für alle Leute, die deutsches Kino mögen, aber mal abseits von Til Schweiger oder Schweighöfer mal was anderes sehen wollen, die sollten sich dieses Ding definitiv angucken. Weil das ist auf jeden Fall etwas, was er viel, viel besser macht als die ganzen anderen typischen Rom-Coms. Er fesselt bis zu einem gewissen Punkt. Denn so abstrus die Geschichte auch ist, alles, was in dem Milieu Berlin stattfindet, das macht Spaß. Asphaltgorillas ist definitiv kein vier Blocks, aber auf jeden Fall besser als Berliner Tatort, wenn man das so nennen möchte. Wenn ihr alles schon gesehen habt im Kino, was an Marvel-Blockbustern rausgekommen ist, ihr den Mac schon gesehen habt, ihr Mission Impossible zum mittlerweile 7. Mal gesehen habt und einfach nichts mehr auf der Uhr habt, dann guckt euch diesen Film an, denn da habt ihr auf jeden Fall noch was für einen schönen Kinoabend. Ist er jetzt schon tot oder was? Ja, jetzt ist er tot. Jetzt kannst du ein Lied machen, du Gangster. Schnitt. Vor Blocks oder sonst irgendwas. Es ist aber definitiv besser als Berlin Tag und Nacht. Das ist aber eine schön niedrige Latte, sag ich mal. In Asphaltgorillas geht es um den jungen Astri. Nicht Astri, sondern Hans. Atris. Das muss ich vielleicht mal ein bisschen anders formulieren.